Recht herzlich willkommen zur 22. Folge von Avorion. Ja, es gab ein Update und da gibt es dann so ein paar Probleme dabei, haben sie schon geschrieben, dass man da ja, zum Beispiel sein Save Game verlieren kann. Ich habe das schon mal einmal gestartet gehabt, da funktioniert es nicht, habe dann zurückgespielt und hatte dann das Glück, dass ich hier. Warte mal, ich muss mal mein Schiff mal in die Mitte bringen, das ist nicht ganz in der Mitte hier. Ich glaube, so ist besser. Ja, das Safe Game kaputt gehen können und das habe ich jetzt dann auch in der ersten Geschichte feststellen müssen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier hinkriegen, ne? Okay, den können wir auf jeden Fall angreifen. Und jetzt müssen wir die erstmal wieder kaputt machen. Der andere ist wohl näher, oder? Oder er ist auf jeden Fall besser bewaffnet. Ja, und was ich dann auch schon in der Testrunde festgestellt hatte, die ich dazwischen gemacht hatte, weil ich wollte, man startet in der Bergbaudrohne und ja, wenn man dann wieder zu seinem Schiff kommt, konnte ich da nicht einsteigen. Im zweiten Spiel war das dann so, dass das geht, wo ich zurückgespielt habe. Also, ich will hoffen, dass das nur eine Einmalgeschichte war. Und der ist jetzt schon kaputt. Und da ich da nicht einsteigen konnte, musste ich mein Schiff natürlich neu bauen, habe das gemacht, aber die haben auf jeden Fall was geändert. Die gehen gerne auf die Steuerdüsen, die Feinde, und dann kannst du dich nicht mehr bewegen, also nicht mehr manövrieren. Kannst nur noch abhauen. Kannst allerdings dann auch schlechten Sprungtor erreichen und so. Und deswegen musst du dann gucken, dass du irgendwie alles hinkriegst, ne? Aber okay, wir werden sehen, wie es sich entwickelt hier. Auf jeden Fall entwickelt sich das hier gerade ganz gut, oder? Aber irgendwer beschießt mich. Ist das der vor mir? Ja. Mal gucken, dass wir es hinkriegen. Ich glaube, er ist schon ziemlich angekratzt, ne? Ich habe gar nicht den. So, jetzt. Und der ist auch fast kaputt, ne? Da ist er weg. So. Ist denn noch ein Feind da? Kein rotes Symbol. Nö, ist kein Feind da. Gut. Das bedeutet, wir können jetzt abwracken. Das war da, der dritte war doch unser Abwracker, ne, oder? Ich gehe von aus. Aber irgendwie ist das Zielen schlechter geworden. Kann das sein? Zum Wrack, ja. Krieg's aber. Ach, ich bin wahrscheinlich noch nicht in Reichweite meines Abbaulasers. Ich glaube, der hat nur 700 oder so, ne? Ja, so sieht's aus. Gut. Dann arbeiten wir mal da dran, weil da ist Titan drinne. Das lohnt sich also. Aber Effekte sind besser geworden, kann das sein? Diese schicken. Ja. Schicken, wie soll man sie nennen? Feuerspritzer oder so. Sehen schicker aus beim Abbauen. Okay. Da geht was. Oh, da ist ein Teil rausgekommen. Das ist schon mal cool. Müssen wir mal schauen, dass wir das alles abbauen. Hier ist noch ein größeres. Rein theoretisch ist da nichts drin, was wir gebrauchen könnten. Weg ist es. Müssen wir gerade näher fliegen, damit wir. Da geht noch was. Den Container haben wir auch. Ja, diese Antennen, das ist, können wir alles lassen, ne? Container
Container sind vielleicht ganz nett, ne? Ich glaube, da könnte man dann auch was kriegen, was sinnvoll ist. So, ist noch ein größeres Teil irgendwo? Ich glaube nicht. Was ist das, was hier so schick brodelt? Infinity Ivory. Okay. Das ist Rohstoff, den wir noch nicht hatten, ne? Kann das sein? Und da steht schon die nächste Armada bereit. Ja. Kurz zurück. Krieg ich den auch abgebaut? Ne. Doch, da war. Jetzt ist er weg. So, ich habe natürlich noch mehrere Schiffe hier zerlegt. Wo die dann alle sind, keine Ahnung. Da ist aber auf jeden Fall noch ein grünes Teil. Das wollen wir noch einsammeln. Hat er genommen. Ist ein Geschützturm. Wo die anderen Sachen sind, weiß ich allerdings nicht. Müsste man da mal gucken, ne? Aber hier, er möchte schon wieder Freunde haben. Ja, wenn ihr das wollt, dann könnt ihr das kriegen. Ist gar kein Ding. Ich glaube, wir haben da schon eine schlagkräftige Waffe, ne? Da geht schon was dann, ne? Und da unsere, sag schon, unsere Hülle auch ganz stabil ist, können wir uns auch hier so aufhalten und mal geradezu drauf schießen, ne? Der ist gleich weg schon. Keine Ahnung, noch 10%. Sieht auf jeden Fall für uns gut aus. Da hinten sind auch schon die ersten Teile am Fliegen. Was soll man sagen? Was will man mehr, ne? Ein blaues, ein grünes. Oder nee, das ist was anderes. Das ist irgendein Transportmittel. Das war er. Der nächste bitte. Vielleicht solltet ihr euch nicht mit mir einlassen, ne? Hätte für euch vielleicht Vorteile. Den zerlegen wir auch gerade. Der andere trifft mich jetzt ziemlich gut, weil er wahrscheinlich ziemlich nahe ist. Aber da kann ich jetzt auch nicht dran, ne? Einer nach dem anderen, ne? Ach so, der dreht sich gerade weg, deswegen treffe ich den so schlecht. So, der ist aber auch gleich Geschichte. Ein wichtiges Teil ist gerade weg. Ich glaube, jetzt ist er kaputt. Wo ist der andere? Da. Ja, das ist eigentlich so, ne? Wie sagt man? Kanonenfutter. So, er ist nah. Das heißt auch, er kriegt ordentlich Schaden. Ich muss mal gerade auf die Mitte. So, und dann ist er auch. Und wir haben wieder Ruhe, ne? Ja, dann eins aus, drei an und wir bauen ab. Also, wir sind wahrscheinlich zu weit weg noch, genau. Einmal näher. Titan ist nicht wirklich drin, aber ich habe gerade ein Schutzschild geholt. Ja, ich muss den zerlegen, weil die Sachen da noch drin sind, wenn, ne? Größere Teile. So, da ist was. Okay. Ja, driften größere Teile auch wieder weg. Wenn wir damit nicht durchgetrennt haben. Ja. Wrack steht da, ne? Weg ist es. Ja, Kleinteile jetzt hier, oder was ist das? Ist schwer zu treffen. Ist er.
mal weg. Das ist auch weg. Da ist was Größeres, vielleicht weg. Da ist noch was Größeres. Auch weg. Da ist noch ein Container. Das ist jetzt die Frage, ist irgendwo was drin oder nicht, ne? Sitzt da irgendwo noch eine Kanone zum Beispiel drauf? Die sind ja nicht groß. Das sind alles nur Antennen, glaube ich. Da sieht es noch ein bisschen größer aus. Wenn man es anklickt, ist es leichter zu treffen, glaube ich. Ja, weg. Lohnt nicht. Da ist noch was Größeres. Das ist weg. Ist noch immer. Ja, es ist. Eigentlich muss man richtig aufräumen, ne? Da war doch noch ein gelber Grat, da ist er. Da ist noch ein größeres Teil. Ist jetzt aber auch nicht wirklich gelohnt. So, da fliegen jetzt noch Klamotten rum, die müssen wir einsammeln. Oh, was ist das? Ne, ist keine Kanone, ne? Ne, okay. Dann hier rüber. Da ist was. Farblich anders. So, das müssen wir mitnehmen. Holen wir uns mal gerade dieses Bauteil. Was ist es? Keine Ahnung, kann ich nicht erkennen auf dem Bild. So, war da nicht irgendwo noch ein gelber rumfliegend? Oder habe ich den schon aufgesammelt? Da ist auf jeden Fall ein weißer. Das war ein Geschütz. Das hier ist größer, das bauen wir mal gerade ab. Da gibt es auch einige Rohstoffe wieder dann. So. Ja. Da ist noch was Größeres. Weg damit. Die Antennen brauchen wir nicht sammeln. Wo ist jetzt da? Ist der Frachter? Ne, das war eine Fregatte, ne? So, fangen wir hier unten an. Da ist noch ein größeres Teil. Immer noch eins. Will nicht abbauen. Ist zwar grün, aber geht nicht, ne? Auch schön. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Ja, es sind Rohstoffe dran, ne? Es war nur Eisen, aber es sind Rohstoffe. Hier ist er. Den kriege ich nicht. Aber jetzt könnte ich ihn vielleicht aus einer anderen Position erwischen. Jetzt habe ich ihn auf jeden Fall. So. Bauen wir ab. Jetzt der geht wieder nicht. Da ist nämlich noch ein Bauteil gerade gekommen. Das ist ein Batterie-Update oder sowas. Ja, es lohnt sich, das zu zerlegen, weil da ist immer noch was drin, ne? Da ist noch mehr. Jetzt geht das auch komischerweise. Ah, jetzt wieder nicht.
Sondern ein kleiner oder was? Geht nicht. Ja. Oder ist es 600 Meter, ne? Ist aber so groß, dass da einige Sachen dran sein könnten. Aber kannst zurückfliegen und bringt nichts, ne? Ah, jetzt hat er mal wieder was gepackt. Weiß nicht, wo der Strahl da noch hingeht, ne? Hier, da. Dran, aber zu nah wahrscheinlich, ne? Ein bisschen Bräune, komm. Ich glaube, jetzt war es das, oder? Lass es so, wie es ist. Was sagt er hier oben? Das Schiff ist beschädigt. Okay, das können wir gerade ändern. Reparieren, fertig. Gucken, ob wir irgendwo noch Raummüll finden, den wir abbauen können. Ja, das Wrackteil sieht man unten auch wieder, ne? Ist noch relativ groß. Aber egal jetzt. Nicht anvisiert, aber funktioniert nicht. So, jetzt ist die Frage, ob hier irgendwo noch was rumschwirrt. Das ist ein Asteroid. Das auch. Wir haben ja einige Schiffe hier kaputt gemacht. Und da fliegt einer rum, oder? Genau. Dann da mal hin. Dass wir die wiederfinden, ne? Die waren ja meistens alle beieinander dann. Ich glaube, da drüber ist noch einer, ne? Ja, da sind Wracks. Okay, dann bauen wir die ab. Okay. Gut, aber ich würde sagen, die Wracks abbauen ist ja jetzt nicht so wirklich interessant. Das mache ich, da oben war auch noch einer, das mache ich dann offline. Und ja, ich würde sagen, erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.